Heute habe ich für euch ein neues Predigtvideo und zwar mit einer Predigt zu Themen, die mir persönlich sehr wichtig sind. Deshalb viel Freude beim Anschauen und wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal hier auf YouTube, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und jetzt viel Freude beim Predigtvideo. Es ist mitten in der Nacht und ich schaue bestimmt zum 765. Mal auf mein Handy-Display. Immer noch keine Antwort. Ich warte darauf, dass er mir antwortet. Dabei sollte ich schlafen. Und zwar schon längst schlafen. Denn morgen ist Schule. Aber nein, ich liege wach und warte auf eine Antwort. Schon wieder. Der Typ, auf dessen Antwort ich da gewartet habe, ist mittlerweile ein Ex-Freund. Und eigentlich habe ich schon damals nicht so richtig verstanden, warum ich ihn da überhaupt noch mochte. Er hatte nämlich einen ziemlich miesen Satz zu mir gesagt. Ein Satz, der mich lange beschäftigt hat. Und zwar den Satz, vor dir hatte ich nur schlanke Freundinnen. Und noch schlimmer gemacht hat er den Satz mit, aber bei dir stört mich das nicht so richtig. Ich meine, was soll man auf so einen Satz auch antworten? Wie soll man mit solchen Sätzen umgehen, gerade wenn sie von Menschen kommen, die man liebt? Dieser Satz fiel bei mir damals aber auch in eine wirklich miese Zeit. Schule musste irgendwie laufen, das Abi war nicht mehr weit weg. Wirkliche Ausfälle konnte ich mir somit nicht mehr erlauben. Und zu Hause lief auch alles drunter und drüber. Meine Eltern hatten sich vor nicht allzu langer Zeit getrennt und wir Geschwister versuchten irgendwie dazwischen klarzukommen. Ich versuchte meinen Alltag irgendwie zu organisieren und nebenbei mir noch zu überlegen, wie eigentlich meine Zukunft aussehen sollte. Ich meine, wem erzähle ich das? Ihr seid da selbst mittendrin, mit euren eigenen Geschichten, mit euren eigenen Fragen, mit euren eigenen Ängsten. Ich weiß nicht, wie es euch damit ab und zu geht, aber ich fühlte mich damals ziemlich oft einfach fehl am Platz. Ich wollte oft gern einfach anders sein. Wenn meine Banknachbarin die nächste 1 in einer Klausur bekam, dann wollte ich gern schlauer sein. Wenn sich eine von meinen Freundinnen einfach im Supermarkt für 20 Euro Snacks kaufen konnte, dann wollte ich gern reicher sein. Und bei dem Satz meines Ex-Freundes, da wollte ich gern schlanker sein. Und neben all dem, oder auch wegen all dem, fühlte ich mich oft nicht geliebt. Vielleicht habe ich deshalb auch oft so viel Wert auf die Sätze gesagt, die andere zu mir gesagt haben. Auf die Sätze von Leuten, die ich mochte oder die ich bewundert habe. Sodass die Frage aufkam, was mich eigentlich wirklich ausmacht, hinter all dem, was die anderen so beeinflussen. Ich meine, wie sollen solche Gedanken und Gefühle auch nicht aufkommen? In einer Welt, in der uns morgens beim Blick zu Instagram hübsch glatt gefilterte Gesichter entgegenstrahlen. In der Influencerinnen und Influencer so tun, als könnte man sich auch ohne harte Arbeit jede Menge teure Klamotten leisten. In einer Welt, in der Germany's Next Topmodel verkündet, dass sie jetzt Curvy-Models mit Kleidergröße 38 dabei hätten und wie mutig es doch wäre, dass die sich jetzt auch auf ein Foto trauen. Wie sollen da keine Zweifel aufkommen? Wenn mir eins damals wirklich geholfen hat, dann waren es ein paar Bibelverse. Das klingt vielleicht platt, aber die Bibel gibt zum Teil wunderbare Antworten. So wie in Psalm 139. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Absicht erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe, du bemerkst es. Alle meine Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, schon weißt du, Herr, was ich sagen will. Von hinten und vorne hast du mich umschlossen und deine Hand hast du auf mich gelegt. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, du bist auch da. Würde ich hoch fliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt. Selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Da sagte ich, Finsternis komme über mich. Nacht soll mich umhüllen wie sonst das Licht. Doch für dich ist die Finsternis gar nicht finster und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Finsternis ist für dich gleich wie das Licht. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich so unglaublich wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Nichts war dir unbekannt an meinem Körperbau. Als ich im Verborgenen geschaffen wurde, ein buntes Gewebe in der Tiefe der Erde. Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen. Da sahen deine Augen schon mein Wesen. Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben. Die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet, noch bevor ich zur Welt gekommen bin. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott. Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe. Wollte ich sie zählen? Es sind mehr als der Sand. Käme ich zum Ende? Noch immer bin ich bei dir. In diesem jahrtausendealten Psalm geht es einerseits darum, dass Gott
unglaublich groß ist. Andererseits geht es um unsere tiefe Geborgenheit bei Gott. Für mich ist Psalm 139 einer der stärksten Texte in der Bibel. Gott ist hier kein ferner alter Mann, so wie er in Karikaturen oft dargestellt wird. Gott, der die Galaxien geschaffen hat und die Abermillionen von Sterne, dieser Gott ist mir persönlich näher als die Luft, die ich atme. Dieser Gott kümmert sich liebevoll um mein Leben. Und deshalb sagt David auch, der Verfasser dieses Psalmes, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Können wir das wirklich aus tiefster Überzeugung mitbeten? Wenn ich ehrlich bin, dann muss ich zugeben, dass mir das längst nicht immer gelingt. Und viele Menschen haben Mühe damit, sich selbst so anzunehmen und zu akzeptieren, wie sie sind. Einiges passt uns an uns selbst nicht, sei es nun der Charakter oder das Äußerliche. Wie dankbar bin ich deshalb für diese Worte in diesem Psalm, die mir vor Augen halten, wie Gott mich sieht. Er sieht uns als seine wunderbare Schöpfung. Gott hat sich alle Mühe mit uns gegeben. Und er gibt sich bei jedem Menschen, der zur Welt gekommen ist und der noch zur Welt kommen wird, unendlich viel Mühe. Er macht jeden Menschen zu einem einzigartigen, wunderbaren Individuum. Deine Eltern konnten sich während der Schwangerschaft nicht aussuchen, wie du wohl mal werden würdest. Aber Gott hat sich dich ganz genau so vorgestellt, wie du bist. Er hat dich geschaffen, mit deinen Gaben und mit deinen Schwächen. Er hat dich ganz genau so gewollt, mit allen Sonnen- und Schattenseiten. Für Gott ist jeder einzelne von uns der schönste Mensch der Erde. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. In diesem Satz steckt noch eine ganz andere Kleinigkeit, und zwar die Unterscheidung zwischen wunderbar und vollkommen. David, der Schreiber des Psalms, dankt Gott dafür, dass er wunderbar gemacht ist und nicht, dass er vollkommen oder perfekt gemacht ist. Und das ist auch ganz gut so, denn kein Mensch ist perfekt oder vollkommen. Und erst recht nicht David, der ist dafür ein ganz wunderbares Beispiel. Zum Beispiel hatte er neben seinen vielen Frauen, die er hatte, die eine Frau eines anderen im Blick. Und die spannte er ihm einfach mal so aus. Und Gott kannte ihn durch und durch und er liebte ihn trotzdem uneingeschränkt, so wie er uns uneingeschränkt liebt. Für uns Menschen ist das gar keine Selbstverständlichkeit. Denn wir machen eher die Erfahrung, dass sich Menschen von uns abwenden, wenn sie uns durchschaut haben. Gott ist da ganz anders. Er kennt mein Innerstes, er kennt jede meiner Gefühlsregungen, jeden meiner Gedanken. Er kennt auch meine ganzen Abgründe. Und Gott, der heilige Gott, der die schlechten Dinge zutiefst hasst, er wendet sich trotzdem nicht von mir ab. Er zieht sich auch nicht enttäuscht zurück, sondern er bleibt mir näher als die Luft, die ich atme. Vor diesem Gott kann ich deshalb ganz offen und ehrlich sein. Bei ihm brauche ich keine Angst zu haben, dass er sich distanziert, wenn ich schonungslos ehrlich bin. Auch wenn ich Fehler mache, wendet er sich nicht ab. Viel zu groß ist seine Liebe zu mir, denn ich bin sein Geschöpf. Ich danke dir, dass ich so unglaublich wunderbar gemacht bin. In diesem Satz steckt so viel mehr Liebe, die Gott uns entgegenbringt. So viel mehr der Wunsch, dass er nicht möchte, dass wir an uns nur das Schlechte sehen. So viel mehr der Wunsch, dass wir unsere Selbstzweifel ablegen und dass wir erkennen, wie wunderbar wir sind, mit allem, was uns ausmacht. Amen.